Welcome back in the Eisenbahntunnel. Hey ho, hier ist der Vorbuddler und immer noch fleißig am Buddeln im Eisenbahntunnel. Wie ich bereits sagte, hier werden wir mal sehen. Ich habe ein bisschen weiter gemacht, hier waren wieder irgendwelche, genau, hier war Geröll drin. Das habe ich da so rausgepörkelt. Hier ist schon der Sadomaso-Killer. Vielleicht mache ich mal kurz Licht. Licht, ja, okay, das ist natürlich schwarze Wolle da, die verschluckt alles, da sehen wir das, ja, schön gestreift. Da ist der Sadomaso-Killer dahinter, also werde ich hier wohl mal um die Ecke müssen. Ich denke sogar in dieser Höhe. Ich kann mir natürlich jetzt auch schon gut vorstellen, wo wir denn da rauskommen. Also im Moment kommen wir noch gar nicht raus, aber da müssen wir eine kleine Bohrung nach links machen. Jetzt muss ich mich erstmal hier durchschlagen, ne? Durchs Steingestrüpp. Ein wenig Licht. Die Quackel kann da wieder weg. Das wird schon sehr gut. Das ist jetzt der Raum, den ich daneben gekloppt habe. Auch gar nicht schlecht. Da müssen wir mal gucken, wie wir den, ob wir den ausbauen oder ob wir da. Ne? Man könnte ja eine kleine Bahnhofshalle hin. Aber pass mal auf. Wie war das denn? Jetzt war ich richtig hier, ja. Das war noch richtig. Hab schon Geröll reingekippt, ja, Moment. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen laut denken. Damit ich mich hier nicht völlig verkloppe. Schauen wir mal. Ob ich jetzt hier vielleicht mal es wagen soll, einfach hier in diese Richtung mal zu bohren. Eigentlich, ja, genau. Ich sehe nur, wir sind etwas zu tief offenbar. Hier ist unser Fußboden. So, und so hatte ich mir das schon fast vorgestellt. Genau, hier ist der Sadomaso-Keller. Da könnte man doch hier wunderbar eine Bahnstation reinbauen. Das Blöde ist dann nur, wie machen wir das denn, dass die auch sicher ist? Ist natürlich nicht so wirklich sicher hier drin. Ach, ich würde mal sagen, da machen wir uns gar nicht so einen Kopf drum. Ja, Sicherheit ist langweilig. Es gibt keine totale Sicherheit. Ne? Ich mache jetzt mal einfach diese ganze Wand hier weg. Vielleicht sollte ich die ja sogar so geeckt noch lassen. Könnte man vielleicht wieder Baumstämme hinbauen. Hier unten fehlt ja sowieso noch so ein bisschen Abwechslung, Farbe, Wärme. Ja. Genau so. Ja, so. Ja, haben wir auch wieder Licht. Ja, die Kohle nehmen wir uns natürlich mit, wenn wir hier so gerade mal dabei sind. Dass es dann auch immer so unheimlich viel direkt ist, ne? Allerdings. Ach du meine Güte, komm, da müssen wir jetzt ran, da müssen wir jetzt durch, da hilft nichts. Da können wir nicht lange fackeln, ne? Ach ja, es ist das aber auch gleich. Gleich soweit. Eins, zwei, drei. Ja, gut, da gucken wir mal, ob ich das wieder. Ach, ich fülle das einfach auf. Ich glaube nicht, dass ich hier oben jetzt noch hin möchte. Aber wenn, ist ja egal. Dem hauen wir nur die billige Erde rein. Und dann ist das alles schön. Hauptsache, da spawnt nichts und fällt uns dann wieder auf die Nerven mit irgendwelchem Gebrummel und Gerülpse. Wechsel ich das hier mal in Stein aus. Sekunde mal eben. Ist doch mal eben aus dem Spiel hinaus. Und jetzt bin ich wieder hinein. Dann kriegen wir jetzt mal langsam einen Bahnhof. Das ist ja irre.
ja völlig formal, ne? Komm, jetzt müssen wir ein bisschen großzügiger bauen hier. Nicht mehr so über Eck. Ist das denn hier noch so einigermaßen? Ja, kann man schon mal gelten lassen. Erde da weg. Jetzt höhlen wir das so ein bisschen aus. Ja. Wo haben wir denn hier die Schiene? Die Schiene käme dann hier an. Das ganze Zeug hier, das muss jetzt raus noch. Komm, hau mal hier rein, Vorbuddler. Laber nicht so viel, ja. Keine Pause machen. Weiterarbeiten. Tralala. Ja, jetzt haben wir es auch schon gleich. Es sieht erst so viel aus und dann geht es doch wieder schneller, als man so glaubt. Als man es erwartet hätte. Hässlicher Raum, ja komm, den höhle ich ganz aus. Diese Ecke jetzt weg. Dreier hoch. So, und dann wird da ein hübscher Fußboden eingezogen. Und dann nutzen wir das Ganze noch als, ja, so eine kleine Halle. Da können wir ja noch mal ein bisschen was schön machen noch irgendwie. So wäre das. Da bauen wir dann... das ist also... Wo ist denn Fußboden? Ach so. Ach, das ist nicht schlecht, wenn der Fußboden höher ist. Dann wäre... Ja, das lassen wir auch so, um Gottes Willen. Da kann man die Schiene schön vertief so einbauen. Das sieht schön aus. Moment. Über uns müsste jetzt auch hier wieder Zombie-Erde sein. Ne? Also das ist... ist jetzt über uns schon Wiese, glaube ich. Und mal da, wo uns irgendein Zombie anbrummt. Ständig. Bin jetzt erstaunt, dass ich heute noch keinen gehört habe. Riesenschritte machen die Hühner, statt so tap machen die immer klock, klock, klock. Das hätten sie mal ändern sollen, nicht das Eigeräusch. So. Ja, das auch noch weg hier, diese Dreierreihe. Das ist gut, das ist sehr schön so. Ach Mensch, Huhn, so geht's nicht, ne? So geht es nicht. Alles klar, das war soweit gut. Das machen wir wieder zu, so. Mal eben gucken, wie das so aussieht, wenn man hier so runterkommt. Lalalalalala. Ja, ist auch ganz gut. Vielleicht sollten wir den jetzt noch ein bisschen vergrößern in die Richtung. Also, das müsste ja sowieso... ja, erstmal den Track reinziehen. So Stück für Stück mal wachsen lassen. Erstmal so weit. Das passiert mir immer, dass ich am Ende noch so einen draufsetze, weil ich das Ende nicht mitbekomme. So, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht doch noch... Ach nee, so ist doch gar nicht okay. So, wenn jetzt hier bohren wir wieder ein bisschen auf. Also, dass man hinter dem... Hier startet das der Zug praktisch. Und dann könnte man dahinter bequemer langlaufen. Vielleicht machen wir da noch irgendein... So ein paar feuchte Spiele oder so. Also jetzt hier so mit Wasser und so Wasserfälle... Ja, das wird doch langsam. Je nach die Deckenhöhe, die ist hier jetzt auch ein bisschen, muss auch ein bisschen höher sein. Aber wie gesagt, diese Fußbodenhöhe möchte ich gerne beibehalten. Wie machen wir das denn jetzt mit Holz ringsherum? Ich habe hier so ein Wutti Frutti dabei. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus hier für so einen Bahnhof. So, dann können wir hier... komm, die Ecke machen wir auch noch weg. Eigentlich die dann auch. Eigentlich die auch. Und dann passt das nämlich auch so. Mal ein bisschen Licht. Irgendwie mal erstmal so. Ja, hier kannst du jetzt schön langlaufen. Ist immer wichtig, dass man da gut langkommt.
Ja, komm. Erstmal hier so alles ersetzen mit Holz. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn man da jetzt die Schiene hinstellt und eine Karre, ob man dann diese Stufen dran bauen soll, Holzstufen. Sieht das aus? Hier muss auf jeden Fall ein Prellbock hin. Da können wir ja, was weiß ich, hier habe ich nicht eine Beine. Oben habe ich schon eine hingestellt. Ich habe oben eine Torte ausprobiert. Um nochmal was nachzusehen mit dem Texture Pack. 1.3 ist ja jetzt schon länger draußen, wenn ihr dieses Video seht. Ist sogar gerade mal Nacht. Hier so ein Holzblock, wenn man den, was ist Wolle, obwohl, ich meine, in der Wolle verschwinden die Karren immer so komisch. Ich nehme doch was Massives. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, dass Wolle einfach so ein bisschen weicher sich anfühlt. Ne, aber könnte man schön hier so ein. Wir können es ja mal ausprobieren. Und wenn das nichts bringt, dann bringt es halt nichts. Ja, dann vergessen wir die ganze Geschichte. Ach, ein Ei, das ist gut. Ist das auch wieder drin? Wo muss ich denn hin? Da unten ist der Bahnhof. War mir jetzt nicht sicher, ob ich das Ei vielleicht erst zurückbringen soll, aber meine Güte nochmal. Na, und das ist jetzt eben kritisch, weil hier ist es praktisch schon draußen. Na, wenn ich jetzt da vorne, da ist keine Tür oder sowas. Da vorne ist schon unser Ausgang. Ich meine, wir sind relativ so weit drin. Also natürlich kann mal zufällig irgend so ein Knochenmann hier reinlaufen oder Schlimmeres, ja. Aber ich denke nicht, dass wir hier jetzt welche anlocken. Die sehen uns einfach nicht. Gut, da gucken wir mal. So, dieser Bereich, der kann mit Billigmaterial aufgefüllt werden. Aber da müssen wir so noch ran, weil ich möchte natürlich eine schöne Startmechanik bauen. Dass das nicht so öselig ist, ne? So, da kommt eine Scheibe rein. Da sehe ich jetzt vor meinem geistigen Auge schon jedenfalls eine Scheibe. Ah, wie denn, wie denn, wie denn? Ja, hier Holzboden oder was? Ach so, hoch sind wir noch. Okay. Okay, ach so, aha. Ja, nee, pass auf, dann ist das so hoch. Und dann müssen wir hier die Ecke noch wegmachen. Ja, genau so. Ich komme mir vor wie so ein Steinmetz, ne? Immer so ein bisschen irgendwelche Formen einfach ins Stein hacken. Wir haben ja auch sogar den Vorteil, wir können jederzeit einfach nochmal ein bisschen Schönstein nachfüllen, wenn wir etwas zufällig mal oder aus Versehen mal kaputt machen. Das kann ein Steinmetz nicht so gut. Wenn der sich verkloppt, kann er von vorne anfangen. So, wenn man das jetzt hier zum Beispiel alles aus Holz machen tät, dann hier so ein bisschen runter. In so eine, ja, weiß ich auch nicht, Lounge oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Grün hier reinbauen, irgendwas, ne? So, dann, dass wir ein gutes Vorbild für die Deutsche Bahn sind. Baue ich erstmal so. Ich glaube, ich habe noch genug. Ja. Ich habe noch viel Holz dabei. Nämlich oben ja, in der Baumschule mehr oder weniger. Nochmal ein bisschen rumexperimentiert. Das gefiel mir alles noch nicht so richtig. Und manche Bäume wuchsen auch nicht. Da läuft jetzt gerade so ein Experiment. Ich habe mal ein bisschen die Blumenpötte anders positioniert. Also ein paar jedenfalls. Und eine Neupflanzung vorgenommen. Hier in die Ecken muss was rein. So, und dann wollten wir hier diesen als Prellbock hinstellen. Ja, obwohl, der sieht schon etwas zu wohnlich aus, eigentlich, der Kasten, ne? Könnte doch ein bisschen was anderes rein, aber ist jetzt erstmal okay. Als Orientierung soll uns das erstmal reichen. So, dann nochmal hier noch weiter aufhauen. Und unter die Decke kann auch noch ein bisschen Holz. Ach so, und das ganze Zeug hier, das muss weg. Da wird jetzt überall Holz hingepackt. So. Hier auch schon mal so richtig schön. Eigentlich hier auch noch voll, ne?
Oder eben mit diesen Stufen arbeiten. Gut, und wie gesagt, da müssen wir noch gucken, dass wir hier unten die Elektronik einbauen. So, hier könnte man doch dann runtergehen und hier den Holzboden machen oder was anderes. Vielleicht könnte ich da auch wieder ein anderes Material verwenden. Das ist vielleicht besser. Was habe ich denn noch an? Machen wir das fertig hier. Wir machen das eben fertig hier. Machen wir das mal fertig hier. So. Was haben wir denn noch an normaler Wolle irgendwie? Was habe ich denn da so noch? Wo könnte man da jetzt noch einen anderen Fußboden nutzen? Nehmen wir vielleicht raus Holz oder sowas. Aluminiumwolle? Nö. Das ist zu kahl, ne? Weiße Wolle auch wieder. Das ist nicht so gut. Gelbe Wolle. Vielleicht so mal diesen Mosaikboden versuchen. Das versuchen wir mal. Pass mal auf. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Reicht das denn? Nehmen wir es einfach mit, das können wir auch da unten herstellen. Das waren doch nicht so viele, ne? Das waren, was ist das? 4, 20. 20 Stücke. 12 haben wir. Was mache ich hier? Das wieder weg, das war ein falscher 50er. Obwohl, hier kommt Glas drauf, da könnte man unter das Glas kann man schon so eine. Das sparen wir nochmal. Brauchen wir 16 Holz und dann brauche ich auch ein paar Stufen. Ein paar Stufen. Dann kommen wir, machen wir eben auch noch ein paar Stufen. Und Glas nehmen wir mit. Was waren da das? Acht Stück, glaube ich. Gucken wir mal. Jawohl. Ach, nehmen wir das einfach alles mit. Ach, da sind auch noch Stufen. Das sollte sogar reichen. Habe ich noch für oben für den Garten mal gebaut. Und dann doch nicht gebraucht. Jetzt möchte ich die Stufen hier noch nicht hinstellen wegen der Schienen. Auch da hinten, das ist ja auch noch irgendwie doof. Das passt doch gar nicht. Das passt doch überhaupt nicht. So, dann gucken wir hier noch mal eben. So. Vernünftige Beleuchtung müssen wir hier noch bauen in den Tunnel. Wie machen wir das? Und zwar immer gegenüber von dem Durchgang hier so ein Doppelschacht und da kommt dann so eine Lampe rein. So habe ich mir das vorgestellt. Seht ihr? Zack. Ja, natürlich alles schön machen, ne? Hier noch richtig? Ja, aber jetzt ist denn hier los? Hier stimmt ja irgendwas nicht. Auch hier stimmt ja auch irgendwas nicht. Ach so, das war der erste Durchgang, ne? Ja, komm, machen wir da einfach so ganz pragmatisch da auch zwei hin. Bevor ich jetzt hier alles abreiße und nochmal neu da hinsetze, das wäre ja blöd. Aber ein bisschen Abwechslung bei der Fahrt, ne? Ist ja jetzt sowieso nochmal eben nur als zum Andenken. Nehmen wir die wieder mit. Also da muss man ja, ist egal. Erstmal rein. Erstmal rein damit. So. Schön immer an die Wand da hinten hängen. Das ist ganz gut. Stellen finde ich auch schön. Ach, ist mir jetzt auch wurscht. So. Weitermachen. Und zwar waren wir mit beschäftigt, hier Glas reinzubauen. So, damit das hier mal so richtig vorangeht, ne? So, Glas rein. Ja, eigentlich können wir das dann auch ganz hoch machen. Da ist doch noch Deck, ja. Da ist noch Luft da oben. Da können wir da noch, können wir noch eine Lage Glas reinsetzen. So, zack. Hier kommt komischer Mosaikboden hin. Machen wir so und so. Ja, jetzt fehlen uns genau 4 Stück. Es sei denn, ich habe mich verrechnet. Probieren wir es einfach mal aus, wie weit wir kommen.
Nee, das reicht sogar, oder? Nee, das reicht nicht. Vier Stück fehlen uns. Aber die Stufen können hier schon mal rein. Und gelbe Blümchen habe ich auch noch. Das mache ich mit gelber Wolle hier, das Zeug. Licht. Erstmal so. Zack. Oh, keine Fackeln mehr. Ja, gut, dass wir eh noch oben müssen. Holen wir uns erstmal noch gelbe Blümchen. Brauchen wir denn zwei nur, ne? Mal gucken. Machen wir jetzt hier mal so genau auf den Punkt. Ja, genau, die liefern nämlich immer zwei Farbstoffe. Komm, weg ist das. Vier Stück. Sehr schön, da können wir den Rest, können wir auch direkt wieder hier lassen. Und das Ei auch und die Feder auch. Ja. Was habe ich gesagt? Fackeln. Ja. Ah, ja, das reicht doch ein bisschen. Kommen wir noch ein bisschen mit klar. Ah, guck mal, das wird doch schon langsam. Wenn man jetzt hier so ankommt, da sieht man doch schon mal, ne? Dass es eine Bedeutung hat. So, der Boden, der. Hier ist praktisch dann schon, das sollte auch breiter sein. Bisschen luftiger alles, ja, nicht ganz so verwinkelt. Und den Boden reparieren. Und dann habe ich ja auch noch was von feuchten Spielchen gesagt. Aha. Pass auf, jetzt nimmt das langsam Form an. Ziemlich strange. Okay. Können wir nur eine Bank hinsetzen und einen Blumenpott oder sowas, ne? Allerdings lichttechnisch sollte uns jetzt hier was einfallen. Vielleicht so. Und da auch noch. Aber kann man hinterher nochmal dunkles Holz oder Baumstämme reintun. Ja, damit das ein bisschen wohnlicher wird. Hier vielleicht auch überall da, wo so Ecken sind und so Fackeln hängen, irgendwie sowas. Sollte jetzt jedenfalls erstmal hell genug sein. Das ist ja das Wichtigste. Die kann man auch mal weg. Machen wir die mal hier hin. Ja, seht ihr mal, das ist alles noch nicht so richtig schön durchdacht. Wie war das? So. Und so. Gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was habe ich denn gesagt? Eine Bank? Und auf der anderen Seite vielleicht ein Blumentopf? Brauchen wir zwei Schilder? Habe ich denn Erde dabei? Und auch, da brauchen wir noch mehr für den Blumentopf. Brauchen wir dann auch noch. Der steht an der Wand. Brauchen wir nochmal drei. Also dann brauchen wir insgesamt. Drei und zwei sind fünf. Einen haben wir schon, also noch vier Schilder. Bauen wir die mal schnell. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 und 4 und 1. So. Kann man nicht stapeln? Nein, man sollte alles stapeln können, meiner Meinung nach. Es ist einfach immer zu eng und was soll das mit dem nicht stapeln können? Ich verstehe es nicht. Ja, so, pass auf. Jetzt machen wir hier noch ein. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier so ein Birkenbäumchen. Wo habe ich denn welche? Hier. So. Jetzt seid ihr schon sehr gespannt, wie ich das hier so vorhabe. Ganz einfach. Da kommt hier was ran. Und da was dran. So, dann haben wir eine schöne kleine Bank gebaut. Dahinter könnte doch ein Wasserspielchen sein. Ja. Und auf der anderen Seite, vielleicht hier oder wo? Aber machen wir das hier hin. Hier hin. Ein Blumentopf. Blumentöpfe baut man so mit einem Stück Erde. Das ist zu viel dann. Da müssen wir mal gucken. Ja, das ist alles noch nicht. Mit dem Licht ist das noch nicht so schön.
Ne, das passt auch nicht, weil denn dann soll hier nämlich an die Seiten. Da kommen dann jeweils so Schilder dran. So und so. Und dann haben wir hier noch eins. So, und dann bauen wir oben noch den Setzling rein. Da sagen jetzt viele, ey, das klappt doch nicht, der wächst so nicht. Der soll er ja auch nicht. Das soll jetzt hier eine kleine Zimmerpflanze sein. Ne? Da kann man dann hier im Bahnhof sitzen und da rausgucken, wie die Züge rein und rausfahren und dort sich auf den Bahnsteig begeben. Ja, werden wir natürlich auch noch ein Schild hinhängen und vor allem müssen wir hier mal die Decke reparieren. Das ist ja furchtbar hässlich. Obwohl, bevor ich das mache, überlege ich mir noch mal ganz genau, wie ich das denn machen will. Ja. Nicht einfach jetzt sowas hinklatschen. Ich sagte ja, ich sprach ja noch von natürlichem Holz. Ja, genau. Ist denn da oben noch überhaupt Platz oder ist denn da schon draußen? Da ist noch Platz. Okay, die Erde kann auf jeden Fall raus, das ist klar. Die brauchen wir eh nicht mehr. Das ist doch hässlich. So. Da würde ich natürlich gerne Lightstone oder so reinhängen, ne? Aber gut, das müssen wir auch noch machen. In den Nether reisen. Oder in das Nether oder in was auch immer. Das finde ich lustig. Da noch ein Bild hin oder ein Wasserspiel. Was denn? Was denn du, ne? Ach, das überlege ich mir noch. Ja, das überlege ich mir noch. Ja. Gut, ich würde sagen, nächste Folge gucken wir mal oben nach den Pinien. Und ob ich da oben noch mal ein bisschen was wie verändern kann. Und dann schauen wir uns noch mal mit ein bisschen Abstand den Bahnhof an. Und würde dann sagen, dass wir uns das nächste Mal, wenn wir hier sind, auch dann mal um die Schienen kümmern. Also hier mal eine schöne Startmechanik reinbauen und ein paar Schienen verlegen und dann mal abmessen, wie viel Booster wir so brauchen. Und vor allem müssen wir natürlich auch noch die andere Seite bauen. Ich weiß ja jetzt noch gar nicht, wo wir hier auskommen. Es geht jetzt hier, ist noch irgendwie so Sackgasse, ne? Also das ist jetzt noch wirklich bisschen komisch. Aber sind wir noch lange nicht so weit. Wahrscheinlich müssten wir jetzt mal langsam nach unten fahren. Und praktisch hier lang und da hinten lang und nach unten. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Ob das funktionieren wird, werden wir dann ja in Kürze sehen. Bis dahin erstmal alles Gute für euch und bleibt mir treu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.